Thymian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Mittwochnacht. Wie immer frei und offen für alle eure Themen. Wenn ihr also gerne hier mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und dann können wir eventuell sehr rasch miteinander sprechen. Die erste Anruferin ist 15 Jahre alt und heißt Katrin. Guten Morgen, Katrin. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Um, ja, was geht's denn? Um was geht's denn bei dir? Ja, mein Thema ist, ich wurde missbraucht von meinem Stiefvater. Mhm. Das war halt am Samstag. Wir hatten was getrunken. Also jetzt letzte Woche Samstag? Ja. Wir hatten, dadurch, dass ich Geburtstag hatte, hatten wir halt ein bisschen, also was heißt getrunken? Ja, meine Mama hat halt gesagt, ja, dass wir auch mal was trinken können. Mhm. Und ich habe vorher eigentlich noch nie so gut wie nie Alkohol getrunken. Ja. Und danach ging es mir halt überhaupt nicht gut. Ja. Und ich bin fast eingeschlafen, also mir ging es nicht gut. Und ich habe halt auf dem Sofa gesessen, also gelegen. Und mein Stiefvater ist bei mir geblieben. Mhm. Ja. Und wer war denn vorher noch dabei? Ja, nur meine Mutter. Nur die Mutter. Und deine Mutter ist dann ins Bett gegangen, oder? Ja, und hat geschlafen. Ja, andere Leute waren vorher nicht dabei. Nein. Mhm. Und hat sich halt hingelegt und hat geschlafen. Mhm. Ja, und dann fing das halt so an, dadurch, dass ich halt Unterleibsschmerzen hatte, meine Tage hatte, hat er mir so den Rücken gestreichelt, damit das ein bisschen aufhört. Mhm. Ja, und dann fing das halt an, dass er mich angefasst hat. Mhm. Und ich konnte in diesem Moment nichts dagegen machen, weil ich mich einfach gefühlt habe, als wenn ich gelähmt wäre und ich hatte halt einfach furchtbare Angst. Ja, ja, verstehe. Ja, und dann hat er mich halt angefasst gehabt und dann ging das, dass er mir auch zwischen die Beine gefasst hat und hat halt auch so eine Sachen gesagt, wie er hat jetzt meine Hand genommen und hat die sich auch also an den Oberschenkel gelegt und hat auch so komische, weiß ich auch nicht, das konnte ich nicht zuordnen, komische Sachen auch gesagt. Und an was ich mich halt als nächstes erinnern konnte, ist halt, dass ich weiß nicht, ob ich mich da einfach nicht dran erinnern will, vom Kopf her, oder ob ich da wirklich richtigen Blackout hatte. Das war halt, dass ich habe eine Pyjama-Hose angehabt. Ja. Und dann weiß ich halt noch, dass er mir diese Pyjama-Hose wieder hochgezogen hat und gesagt hat, was mache ich hier eigentlich? So, und dadurch, dass ich das halt in diesem Moment nicht so zuordnen konnte und einfach nur Angst hatte, hat er mich den nächsten Tag halt gefragt, ja, ist irgendwas, hast du irgendwas, hast du Bauchschmerzen, was ist los? Ich sag, ja, ich habe Unterleibsschmerzen. Und hat er sich an den Kopf gefasst und ist weggegangen. Und dadurch schließe ich halt da drauf, weil er dachte halt noch, dass ich Jungfrau bin, dass da auch mehr gelaufen sein muss. Weil er mich halt sowas sonst nicht fragen würde. Ja. Und ich will es meiner Mutter sagen, aber ich kann es nicht sagen. Also halt nochmal fest, das war jetzt dieses Wochenende. Ja. Diesen Samstag, das ist gerade mal eben ein paar Tage her. Was hat dich denn bisher davon abgehalten, deiner Mutter das zu sagen? Ich habe Angst, sie zu verletzen und ich habe Angst davor, was sie tut. Was könnte sie tun? Ich weiß es nicht, wenn wir sowas im Fernsehen gesehen haben, jetzt, dann hat sie mir gesagt, wie können Menschen sowas tun? Ich würde den umbringen, wenn er das machen würde. Und ich habe einfach halt erstens furchtbare Angst, dass ich sie verletze damit. Was meinst du, inwiefern würdest du deine Mutter damit verletzen, wenn du ihr diesen Verdacht äußerst, so wie du es mir erzählt hast gerade? Ja, dass ihr das auch, weil sie halt eine glückliche Beziehung mit ihm führt, sozusagen. Mhm. Und das würde sie halt jetzt nicht, ich würde sie jetzt nicht direkt verletzen, sondern allgemein würde es sie verletzen, dass es das, mir jetzt passiert ist. Weil das ganze Leben unter Umständen da ganz durcheinander ginge bei ihr und für sie. Ja. Und ich hatte halt auch Angst davor, also was ich als zweites Angst hätte, wäre halt das davor, was sie tut. Dass sie ihm was antut. Mhm. Und als drittes hätte ich halt Angst vor dieser, also
vielleicht müsste ich mich dann vor ihn stellen. Ich hätte Angst, da jetzt diese Konfrontation mit ihm zu ja, haben. Ja, verstehe. Erstmal finde ich das ganz toll und mutig, dass du anrufst. Ja, also ich habe bisher jetzt nur mit einer Freundin darüber gesprochen. Mhm. Und sie sagt halt auch, dass ich halt mit meiner Mutter darüber sprechen soll, aber dass ich mir erstmal Zeit lassen soll, dass ich da selber erstmal mit dem Kopf überhaupt nachdenke, was da überhaupt passiert ist, weil ich es bis jetzt selber noch nicht begreife. Sag mal, wie lange lebt denn dein Stiefvater schon mit euch zusammen? Also, er wohnt nicht bei uns. Mhm. Er wohnt woanders. Und, ja. Wie lange sind dann deine Mutter und er, wie lange sind die beiden zusammen schon? Ja, 4 Jahre. 4 Jahre. Und wie war dein Verhältnis bisher zu ihm? Ja, er war wie mein Vater. Also er war richtig, das war ein guter... Ja, ich habe ihn auch Papa genannt. Und ich war auch halt in seinen Augen seine Tochter sozusagen. Ist deine Mutter irgendwie vielleicht, hast du den Eindruck, dass deine Mutter am Sonntag was aufgefallen ist? Denn du warst doch bestimmt irgendwie anders als sonst. Ja, also ich wundere mich, dass ihr das nicht aufgefallen ist, weil ich halt den ganzen Sachen so, eigentlich bin ich jeden Tag, also eigentlich bin ich immer bei ihm mit. So, und jetzt halt seit Samstag sag ich, nein Mama, ich habe keine Lust mitzukommen, ich bleib zu Hause, mir geht's nicht gut und ich block das Ganze so ab. Ich möchte da einfach nicht hingehen und das müsste sie eigentlich wundern, weil normalerweise... normalerweise gibt es da regen Kontakt jeden Tag hin und her irgendwie. Ja, wir sind eigentlich immer da. Wir gehen nur ab und zu mal jetzt nach Hause, um zu gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Ach so. Wir waren halt auch immer überlegen, ob wir mit ihm zusammenziehen. Gibt es eigentlich noch ein anderes Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Wie alt ist die? 28. 28, die ist viel aber älter. Aber das ist meine Halbschwester nur. Ach so. Ja, sonst keine Geschwister. Also, jetzt hast du den Verdacht, so wie du es mir gerade geschildert hast. Konkretere Sachen, daran kannst du dich nicht erinnern. Doch, ich kann mich an die Sachen erinnern, die passiert sind, dass er mich angefasst hat. Und dass er meine Hand auch genommen hat, sodass ich ihn auch angefasst habe. Was ja schon schlimm genug ist. Ja. Finde ich ja. Ich habe ja gemerkt, dass er mir die Hose hochgezogen hat. Das heißt, da muss ja auch mehr gelaufen sein. Sonst hätte ich ja noch meine Hose angehabt. Also er hat dir die Hose hochgezogen, nicht du hast dir die Hose selbst hochgezogen. Er hat mir die Hose hochgezogen. Also Katrin, ich will dir sagen, ich finde, das ist ein schwerwiegender Vorgang gewesen, so wie du ihn jetzt geschildert hast. Ich kann deine Bedenken verstehen, dass du jetzt Sorge hast, mit deiner Mutter zu sprechen. Ich finde, und da hat auch deine Freundin recht, dass du sehr schnell mit deiner Mutter sprechen solltest. Ich glaube nicht, dass deine Mutter dem was antut. Da brauchst du, glaube ich, erstmal keine Sorge haben. Wenn du sagst, du hast Angst, sie zu verletzen, dass die Beziehung kaputt geht. Das möchte ich irgendwo, weil... Ja, pass mal auf, ich will dir mal sagen, wenn das wirklich so alles vorgefallen ist und wenn vielleicht sogar noch schlimmere Sachen passiert sind, dann muss das auch eine Konsequenz haben für eure gemeinschaftliche Beziehung, sage ich mal. Daraus bist du ja auch nicht rauszudenken. Dann geht das auch nicht so weiter. Das ist zwar alles dann sehr schlimm und sehr dramatisch und traurig, aber das ist dann die Folge seines schlimmen Verhaltens. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, wenn ich mir jetzt überlege, weil sie ist jetzt auch bei ihm, aber sie kommt später noch wieder. Wenn ich mir überlege, dass die beiden jetzt vielleicht da liegen und kuscheln und vielleicht auch Sex, dann ekel ich mich einfach nur, weil er mich halt angefasst hat. Und das ist halt das, also... Du hältst es für möglich, dass er mit dir geschlafen hat? Sprechen wir es so aus? Ja. Das heißt, das könnte man ja auch bei einem Besuch bei einem Gynäkologen... Ja, und das mache ich auch morgen mit meiner Freundin. Das ist schon geplant, Das hat sie zu mir gesagt, dass sie hat gesagt, wenn ich das jetzt schon früher erfahren hätte, weil ich ihr das halt erst gestern erzählt habe, hat sie gesagt, wenn ich das schon früher erfahren hätte, wäre ich schon Montag mit ihr dahin gegangen. Und jetzt haben wir halt gesagt, dass sie mich morgen dahin begleitet. Weißt du, was ich dir da auch raten möchte, Katrin? Ein Arzt unterliegt ja der Schweigepflicht.
dem Arzt, zu dem du morgen gehst, auch deine Sorgen und deine Vermutungen zu äußern. Damit er auch genau weiß, warum du da bist und was der Hintergrund deines Besuches und der Untersuchung ist. Ja. Wie auch immer, ich finde schon, dass du deiner Mutter auch Bescheid sagen solltest. Ich biete dir und euch sehr gerne an, wenn es da dann sehr große Komplikationen gibt. Und das wird einiges aufwirbeln, da bin ich sicher. Du kannst sehr gerne dich nochmal bei uns melden oder du sprichst auf jeden Fall gleich mit meiner Psychologin auch nochmal. Und dann könnt ihr beide irgendwas vereinbaren, dass ihr in Kontakt bleibt und dass wir euch zumindest mit Rat etwas zur Seite stehen können. Deine Mutter kann auch gerne mit einer von meinen Psychologinnen sprechen, dann in den nächsten Tagen. Das biete ich dir an. Ja, das ist furchtbar lieb. Ja? Also ich finde, das darfst du nicht verschweigen und das darfst du nicht für dich behalten. Ich glaube sowieso, es käme raus, weil dich das ja offensichtlich jetzt so beschäftigt, dass deine Mutter das über kurz oder lang mitkriegt, wenn du dich so doch anders verhältst, als du dich sonst verhalten hast. Also, bei mir ist das so, jetzt der Tagesablauf, der ist bei mir genau gleich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt... Ja, aber von der Stimmung her so. Eine Mutter beobachtet ja schon ihr Kind genau und kann da schon Schlüsse rausziehen. Meistens ist es so. Ist nicht immer. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also, mein Leben ohne meine Mutter geht nicht. Ah ja. Meine Mutter kann auch nicht ohne mich leben. Also ein ganz enges, vertrauensvolles Verhältnis. Ja. So, liebe Katrin, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Anja, das ist meine Psychologin, die ruft dich zurück. Okay, danke schön, Domian. Dann könnt ihr erstmal in Ruhe nochmal reden. Und wie gesagt, das Angebot steht, das kannst du gleich mit meiner Psychologin besprechen, dass ihr mit uns in Kontakt bleibt und wir euch gerne noch weiter mit Hilfe zur Seite stehen. Okay, danke, Domian. Und deine Sendung ist echt super klasse. Dankeschön, sehr nett, dass du es sagst. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt ganz einfach diese Nummer. Und ich bin jetzt verbunden mit der, wie spreche ich das aus, Mirelle? Mirelle? Ja, das wäre, glaube ich, hallo? Mirelle, sage ich Mirelle? Ja, mach das. Mirelle? Ja. Das erinnert mich jetzt, aber das sage ich nicht, weil das alle Leute wahrscheinlich zu dir sagen, sage ich es nicht. Ich weiß aber, worauf es hinaus ist. Genau. Mirelle. Mathieu. Ja, genau, natürlich. Mirelle, um was geht's denn? Grüß dich. Hallo. Ich rufe relativ spontan an und ich muss sagen, dass das Thema eigentlich eher langweilig ist. Och. Aber mich beschäftigt's. Na, erzähl. Ich bin gespannt. Also, ich bin verheiratet. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich rausfinden kann, ob es Sinn macht, in dieser Beziehung zu bleiben. Also wir haben auch einen Termin für eine Paarberatung, nur mal das vorausgeschickt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe das Gefühl, dass ich emotional weiter bin als er. Also da will ich dir gleich mal sagen, das ist nur alles andere als langweilig, wenn man darüber nachdenkt, ob man aus einer Ehe rausgeht. Das ist ja schon eine brisante Überlegung. Ja, ich meine, er schlägt mich nicht, es passiert nichts Schlimmes, in Anführungszeichen. Ne? Wie lange seid ihr verheiratet? 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie lange kanntet ihr euch vorher? 1 Jahr. Also es ging relativ. War es denn am Anfang mal eine richtig leidenschaftliche, feurige Liebe? Ja. Mit allem drum und dran? Ja. Und das ist es nicht mehr? Würde mal sagen, unsere Leidenschaft ist noch da, sonst könnten wir nicht stundenlang uns Vorwürfe an den Kopf werfen, sonst würde irgendwann, glaube ich, eine Gleichgültigkeit einsetzen. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit, nicht Hass. Da diese Gleichgültigkeit nicht da ist, vermute ich, dass immer noch sehr viel Gefühl da ist. Ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich von Anfang an gemerkt habe, dass es zwar eine Verliebtheit, aber wenn da was weitergeht, dann wird das ist ein tiefes Gefühl für mich. Also das ist ein sehr wichtiger Mensch. Also das wusste ich von Anfang an. Mhm. Ich wusste auch, dass es schwierig wird, weil ich eben auch eine Missbrauchsgeschichte hinter mir habe und da auch 10 Jahre Therapieerfahrung habe. Und aber eigentlich relativ gut damit klarkomme, sag ich mal. Ne? Also eher so den Eindruck habe, okay, ich kann damit leben. Beschreib mir doch mal so die Stimmung in eurem Alltag. Welche Stimmung herrscht vor? Oft
hatte auf der oberflächlichen Ebene organisatorische Geschichten, sehr, ja, eigentlich, ja, läuft ganz gut. Also wir können besprechen, ja, wann wir was wie einkaufen, mhm, wie wir unser Geld ausgeben, wer für was zuständig ist. Das läuft alles okay. Super. So, und wie ist es dann schon, wenn es ein bisschen emotionaler wird? Ja, genau. Dann kriegt er große Schwierigkeiten. Inwiefern? Also ich krieg Schwierigkeiten, weil ich nicht ruhig bleiben kann. Ich bin mittlerweile an bestimmten Punkten sehr empfindlich. Also es sind Kleinigkeiten, wo du dann aufbrausend bist? Ich werde aufbrausend. Ja. Und kann aber mittlerweile, wenn er sagt, hey, du wirst mir jetzt irgendwie hier gerade zu laut, kann ich das mittlerweile drosseln. Also ich bemühe mich dann, mich zusammenzureißen. Also das heißt, Kleinigkeiten können einen Streit und schlechte Stimmung auslösen? Ja, beispielsweise, also mittlerweile streiten wir sehr viel darum, wie Streits geklärt werden oder dass sie nicht geklärt werden. Mhm. Und er tendiert halt eher, ist eher so der Typ, der das aussitzt, sag ich mal. Mhm. Und zwischendrin hat er immer irgendwelche Erkenntnisse. Letzten hat er mir offenbart, dass er, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber er hat mir letzten offenbart, dass er sich kindlich verhält. Ja, die große Erkenntnis. Dass er sich kindlich verhält? Ja, dass er jetzt verstanden hat, dass auch von ihm Verletzung ausgeht. Das war ihm vorher wohl nicht klar, dass er quasi genauso wie jeder andere Mensch Menschen verletzen kann. Er versteht auch gar nicht, dass ich sehr empfindsam dafür bin, wie er mich sieht. Mhm. Ja, wenn er jetzt zu mir sagt, du Witzfigur, du sagst die ganze Zeit, du willst aufhören zu rauchen und du schaffst es nicht, und ich dann sag, du bitte jetzt, ich bin da jetzt gerade empfindlich, hör auf, ich find's gerade nicht witzig, dann hört er nicht auf. Und dann flippe ich aus. Mhm. Und in dem Moment, wo ich ausflippe, setzt er sich hin und sagt, ja, jetzt bist du wieder ausgeflippt. Mhm. Ich habe ja ganz ruhig mit dir geredet. Also ein Ritual. Du verträgst wohl die Wahrheit nicht. Schlaft ja, das ist schon ein Muster, Domian. Das ist so total... Schlaft ihr miteinander noch? Ja. Wie ist das? Also wenn wir Lust aufeinander haben, dann ist es oft gut. Mhm. Und wir probieren vieles aus. Und das ist sehr, ist halt sehr empfindlich für Kritik. Also wir hatten letztens eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, jetzt fasst er mich eher so mechanisch an, sag ich mal. Und ich ihm das dann gesagt habe, dass mir das nicht gefällt, dann hat er sich halt sofort angegriffen gefühlt, hat gemeint, ja, ich habe ja jetzt einen Steifen, das ist ja jetzt der Beweis dafür, dass ich geil auf dich bin, was willst du denn? Und er kommt dann irgendwie gar nicht, also er hat dann gar nicht verstanden, dass es da für mich irgendwie dann auch noch eine andere Ebene gibt. Also ich merke schon, so wie du das jetzt beschreibst, ist das wirklich ein Fall für einen Psychologen, wo ihr so ganz dezidiert diese ganzen Kleinigkeiten miteinander durchsprecht, weil es ja nicht so ein großes Hauptproblem gibt. So habe ich das jetzt verstanden. Es gibt also kein benennbares großes Hauptproblem. Ich sehe das. Es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ja. Also ich... Oder siehst du ein großes Hauptproblem, das du mit einem Wort sagen könntest? Ja, also mein Hauptproblem oder mein Problem ist, ich habe den Eindruck, dass er mich nicht sieht. Dadurch, dass er quasi, also er macht eine Therapie. Aber das ist natürlich schon wieder abstrakt, ne? Ich habe das Hauptproblem ist, dass er mich nicht sieht. Da muss man natürlich jetzt, das ist kompliziert, ne? Aha. Da kann natürlich ein anderer nichts mit anfangen im ersten Moment. Okay. Also ich habe den Eindruck, dass er mich nicht so wahrnehmen kann, wie ich mich wahrnehme. Mhm. Aber also, weißt du, Mireille, mit Worten ihm das erklären kann. Die ganz grundsätzliche Frage ist, ja. Liebst du diesen Mann? Ich glaube schon. Von tiefem Herzen? Ich bin mal eine Weile lang weggegangen, das war sogar über Weihnachten, zu einer Freundin. Mhm. Weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich von ihm will. Mhm. Und da habe ich eigentlich schon festgestellt, dass ich ihn schon liebe. Aber es ist halt, wie du sagst, es gibt halt so viele Schwierigkeiten. Mhm. Sagt er das denn? Sagt er das auch? Hat er es dir mal gesagt? Sagt er, dass er dich liebt? Ja. Ja, sagt er? Ja. Also er hat auch vor mir noch keine Beziehung gehabt, die länger als 6 Monate ging. Wie alt ist er eigentlich? 32. Er hat halt vor der Beziehung mit mir, hat er immer so halbjährige Beziehungen geführt und hat immer die eine Frau für die andere verlassen. Jetzt sagt er natürlich zu mir, ich bin jetzt seit über 3,5 Jahren mit dir zusammen, ich bin dir treu, da bin ich mir auch ganz sicher, dass er das wirklich ist.
Und das ist für ihn eigentlich eine Riesenleistung und ein Liebesbeweis. Mhm. Ne? Mir erscheint das. Ich aber in der Lage, wo ich einfach ab und zu was brauche von ihm, was emotional irgendwie so ein Stück weit, sage ich jetzt mal, aufgefangen zu werden. Und das kriege ich dann nicht. Dann also, weiß ich nicht, ist das jetzt normal? Ist das jetzt eine Sache, die einfach vorkommt in der Ehe? Wo ist dieser Graubereich, wo man sagt, okay, bis hierhin ist es relativ normal, was man erwarten kann, sag ich mal? Glaube ich, da kann man abstrakt gar nicht darauf antworten. Würde ich jetzt auch gar nicht so vermessen sein, darauf zu antworten. Ich glaube, das ist wirklich ein kompliziertes Psychogeflecht, in dem ihr da drin hängt. Ich finde, für mich, ich kann das mal so festhalten, wie mir das erscheint. Ja. Wenn du sagst, ich glaube schon, dass ich den noch sehr liebe, mit der Einschränkung, ich glaube. Ja, okay, das ist auch verständlich, nach dem, was du gerade erzählt hast. Und er das auch sagt, finde ich das eine wunderbare und genau richtige Idee, was ihr nämlich jetzt vorhabt. Das hätte ich euch auch jetzt empfohlen. Mhm. Weil ein Dritter jetzt von meiner Warte aus kann da jetzt gar nicht mit einem klugen Ratschlag oder so was leiten. Ich glaube, das muss man zu dritt machen und auch man muss Zeit haben. Ja. Man muss sich viele Stunden Zeit lassen und zu dritt reden und das eine oder andere wirklich auf den Tisch legen. Finde ich eine richtige Entscheidung. Das ist eine Chance, die ihr euch nochmal gebt. Wenn es danach auch nicht funktioniert, vielleicht klärt diese Paartherapie die Situation auch so weit auf, dass ihr sagt, naja, eigentlich geht's nicht. Aber macht es. Ich kann dich nur dazu ermutigen, macht es. Er will es auch, ja? Ja. Ja, dann ist es doch gut. Dann ist es gut. Ist es denn bald, dieser Termin? Ja, zum Glück. Das ist auch gut, denn dann die Termine sind ja auch nicht immer so leicht zu kriegen. Nee, wir haben auch 3 Monate gewartet jetzt. Also Mireille, ich finde das auf jeden Fall eine richtige Entscheidung und macht das. Auf jeden Fall werdet ihr mit einer neuen Erkenntnis daraus kommen, die euch in irgendeiner Weise weiterbringen wird, da bin ich sicher. Na gut. Alles Gute wünsche ich euch beiden. Danke dir. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke, ciao. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema extreme Leben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die im wahrsten Sinne des Wortes ein extremes Leben führen. Aufgrund einer Erkrankung, eines Unglücks oder vielleicht sogar eines großen Glücks. Dadurch ist das Leben auch extrem geworden. Oder vielleicht einer ungewöhnlichen Neigung. Oder werdet ihr vielleicht von jemand anderem zu einem extremen Leben gezwungen? Das ist unser Thema. Morgen extreme Leben. Ich möchte mit Menschen reden, die wirklich ein extremes Leben führen. Aufgrund verschiedener Ursachen. Freiwillig oder eben auch unfreiwillig. Das ist unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ab 0 Uhr sind wir erreichbar, wie immer. Und natürlich könnt ihr während der Sendung auch anrufen oder rund um die Uhr mailen. Hier ist Elmar. Elmar ist 42. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist Elmar. Hallo Elmar, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich bin eben gerade Vater geworden. Oh, Gratulation. Ja, danke. Hey. Und ich dachte, ist ein so erfreuliches Thema, das müssen wir der Welt mitteilen. Genau. Gerade eben? Ja, gerade eben, es ist schon ein Weilchen her, es ist 20 Uhr pünktlich zur Tagesschau gewesen. und es war ganz, ganz aufregend, weil es super lange gedauert hat, was bei der ersten Geburt allerdings offenbar normal ist, so sagte man mir. Ja. Es ging morgens um 3 los und hat eben bis abends um 20 Uhr gedauert. War deine Frau oder Freundin im Krankenhaus oder zu Hause? Die ist noch im Krankenhaus. Ja. Es ist dann zum Schluss ein bisschen komplizierter geworden, deswegen liegt die noch auf der Station. Ja, aber warst du während der Geburt dabei? Zum Teil ja, zum Teil nein. Ja. Und hab da auch irgendwie ein komisches Gefühl bei, weil ich war lange im Kreissaal, aber immer wenn es dann gynäkologisch wurde, die Hebamme kam und hat Untersuchungen gemacht, beziehungsweise die Geburt selbst, war ich nicht dabei, saß ich davor, war meine Schwester dabei, weil man das von Frau zu Frau besser machen kann und das vorher so abgemacht wurde. Mhm. Das hat ja auch manchmal mit Scham zu tun und so. Aber ich war... Bedauerst du das, dass du bei der eigentlichen Geburt da nicht dabei warst? Gar nicht. Bist du froh, dass du nicht dabei warst? Ich bin echt froh. Ich bin ein Feigling, ich gestehe. Aber ich bin echt froh, dass es so ist. Also, dann war das Kind ein Junge, ein Mädchen? Ein Junge ist das
Kind, Anu. Ein kleiner Tom, ein Tom. Tom Sawyer. Also als Tom dann gerade auf der Welt war, hat man dich reingerufen und man hat ihn präsentiert. Genau, ich habe dich reingehört und dann wurde ich auch gleich reingerufen. Die Frau, die da vorsaß, die Mitarbeiterin sagte, das ist ihr Junge, der jetzt schreit. Und dann wurde ich gleich reingerufen und da war auch alles noch sehr blutig. Ja. Und es war ganz aufregend, diesen Jungen in den Armen zu halten, weil ja. ich den Eindruck hatte, dass der noch gar nicht wollte. Da ich diese Erfahrung ja nicht habe, muss ich jetzt ganz von unten anfangen zu fragen. Da kann man so ein ganz frisch geborenes Kind ganz normal schon in die Hand nehmen? Darf man das oder muss das erst irgendwie, muss man das mit Handschuhen anfassen oder? Man darf das in die Hand nehmen. Also man darf das wirklich, das war eingewickelt gewesen in so einer Windel. Ach so, es war schon eingewickelt, ja. In so Tüchern und dann darf man das in die Hand nehmen und der ist dann natürlich noch relativ vermackelt. Verblötzt und verbeult ein bisschen? Ja, und ist so ein bisschen schmierig alles. Ja. So, ja, man. Aber man darf den in die Hand nehmen und der sieht irgendwie aus, als wenn er das überhaupt nicht gewollt hätte, als wenn er da gar nicht raus wollte. Sag mal, wie riecht ein frisch geborenes Kind? Ich kann es nicht genau sagen, also kann ich echt nicht genau sagen. Kannst du dich erinnern? Ich komme mir gar nicht in den Sinn, ob das einen spezifischen Geruch gibt, wie ein Mensch riecht, wenn er gerade auf die Welt gekommen ist. Es riecht einfach irgendwie nach Operationssaal. Ja, natürlich, ja. Und in dem Augenblick, als ich den genommen habe, habe ich den nicht gerochen, sondern einfach nur tierische Angst gehabt, dass ich dem irgendwie was antue, einfach nur, weil ich den nehme. Und weil er so den Eindruck machte, dass er nicht raus wollte, weil es drin so lecker warm ist und man wird gut versorgt. Genau. Und draußen muss man alles selber machen. Wahrscheinlich wollten wir alle nicht raus. Das ist schön gemütlich da. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, aber warum soll man raus? Man hat alles und es ist, wie du sagst, schön warm und man kriegt zu essen und zu trinken. Was will man mehr? Ja, naja, ich muss das jetzt gerade loswerden. Meine Liebste, die es zunahm, das ist das Großartigste gewesen. Wie kann ein Mensch sowas leisten? Ist unglaublich, 15 Stunden diese Schmerzen. Es ist der Hammer gewesen. Hast du denn danach dann noch ein bisschen in Ruhe mit ihr reden können oder war sie dann erstmal so erschöpft, dass sie schlafen wollte? Nee, wir haben sehr viel miteinander reden können. Das heißt, so viel haben wir gar nicht geredet. Wir haben immer nur irgendwie geguckt, dass wir das Kind richtig halten. Mhm. Und wir waren viel beieinander. Das Kind wird auch nicht sofort gebadet. So, Kinder müssen nicht sofort gebadet werden, sondern man hat es halt so, wie es auf die Welt gekommen ist. Und dann hat man erstmal Zeit, 2-3 Stunden gehen ins Land, bevor dann irgendwie die erste Untersuchung kommt. Also das war echt sehr schön. Und aber Tom ist gesund. Tom ist gesund, das ist super. Ist auch gesund und morgen fahre ich wieder ins Krankenhaus und ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem soll, aber ich bin sauglücklich. Du bist ja mit 42 dann ein relativ später Vater oder hast du schon Kinder? Nein, ich habe noch keine Kinder. Da ist das ja wahrscheinlich ein ganz, ganz besonderes Ereignis, ne? Vielleicht noch besonderer, als wenn man jünger ist, oder? Das kann ich selber leider nicht beurteilen, aber es ist schon, denk ich so, schon sehr besonders, wenn man mit 42 nochmal irgendwie einen Cut bekommt sozusagen. Ja. Und alle sagen irgendwie, ja, das Leben wird sich gänzlich ändern. Das wird es sich auch. Bestimmt wird es sich gänzlich ändern. Und wenn es sich mit 42 nochmal gänzlich ändert, ist das keine schlechte Sache. Dann ist das toll, weil ich habe keine Angst vor Verirrung. Ganz im Gegenteil. Wie alt ist denn deine Freundin oder Frau? Die ist 34. Die ist 34, ja. Genau, sie ist ein bisschen jünger als ich und Veränderung ist für mich eigentlich eher toll und so was Aufregendes noch gibt. Und Tom ist ein Wunschkind? Es ist nicht geplant gewesen, aber auch nicht verhindert. Also, in sehr viel Liebe gemacht, ja. Ja, also gibt es denn, ich meine, gut, das ist erstmal Tom da und solltet ihr euch mal an Tom gewöhnen, aber dennoch so im Geheimen, im Hinterstübchen, der Wunsch, dass da vielleicht noch ein Geschwisterchen kommt oder vielleicht sogar noch zwei? Ich bin noch viel zu durcheinander, um daran zu denken. Gut, da unterhalten wir uns mal in ein paar Jahren drüber oder nächstes Jahr drüber. Dann rufe ich wieder an. Also ich gratuliere dir wirklich sehr und wünsche dem kleinen Tom alles Glück der Welt. Das wird er brauchen. Er kommt in eine komplizierte Welt rein, aber letztendlich kommen das alle immer in eine komplizierte Welt rein. Ja, das glaube ich auch. Er soll es gut haben und er soll Glück haben. Das ist das Wichtigste. Und er soll lange gesunde Eltern haben, die ihn begleiten. Das ist auch wichtig. Wir tun unser Bestes, Domian. Das war nett, mit dir zu sprechen. Das erste Mal, super. Grüß deine Liebste herzlich von mir. Das mache ich dir. Und gib dem kleinen Tom einen kleinen Kuss von mir. Das mache ich dir, das finde ich super. Die hatte ich immer gehört, wenn sie nachts nicht schlafen konnte. Super. Ja, also schöne Grüße, alles Liebe.
Danke, danke. Tschüss. Schöne Tage dir. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und ich bin verbunden mit Kevin. Und Kevin ist 21. Guten Morgen. Hi. Hallo Kevin. Weswegen rufst du mich an? Also ich habe so ein behaartes Problem, sage ich mal. Ein behaartes Problem? Ja. Erzähl. Also ich habe vorhin schon mal zu den anderen netten Herren da gesagt, hier, ich habe also große Probleme da auf Frauen zuzugehen und mit Frauen intimer zu werden, weil aufgrund meiner sehr starken Körperbehaarung. Wie stark ist denn deine Körperbehaarung und wo überall tritt sie auf? Also Beine sehr viel, Brust, Bauchbehaarung sehr stark und schwarz, Arme, auf dem Rücken fängt es schon langsam an und also wie das später mal aussehen wird, macht mir schon Angst. Du meinst, das ist noch nicht entwickelt, das wird noch immer stärker? Ja, ja. Ja, kann sein, mit 21, das ja unter Umständen. Das fing in der Pubertät wahrscheinlich dann so mit 14 an, ne? Oder? Früher. Ja, noch früher, aber da hat man sich noch drüber gefreut, so über die ersten Haare und ja, klar. Dass es immer mehr wurde. Ja. Ist das familiär bedingt? Ist dein Papa oder dein Opa der Verwandtschaft auch eher Männer mit starkem Haarwuchs, starker Behaarung? Also mein Vater kenne ich nicht, aber mein Opa, der ist ja auch recht behaart. Ja. Hast du denn schon schlechte Erfahrungen gemacht? Also in dem Sinne jetzt eher nicht, aber ich mache mir halt immer als schlechte Erfahrung, dass jemand gesagt hat, oh nee, das finde ich jetzt total eklig, das jetzt im Bett oder sowas, gar nicht. Ja. Aber man hört es halt immer so im Freundeskreis, die wissen das ja und so, ne? Und wenn man die Mädels sagen hört, nee, und das ist nicht mein Fall und. Weißt du, das sind auch irgendwie so Moden. Im Moment ist ja die Mode, was ich ja völlig abtörend finde, dass die Kerle sich alle rasieren von oben bis unten. Ich weiß noch, es ist noch gar nicht so lange her, da galt das als absolut männlich, wenn du richtig behaart warst als Mann. Da standen die Mädels auch drauf. Ich finde es auch gut. Ich finde es cool, wenn Typen sehr behaart sind. Das ist eine Modegeschichte. Ich hatte mal ein Mädel in meinem ganzen Leben, das darauf gestanden hat. Ja, das ist, glaube ich. Deswegen angesprochen. Ist es denn so, ich meine, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich jetzt ein Bild von dir sehe, ist das wirklich dass man vor lauter Haare keine Haut mehr sieht? Oder ist es einfach nur eine starke, kräftige Männerbehaarung? Nee, im Brust- und Bauchbereich ist es wirklich schon so, dass man da nicht mehr durchgucken kann. Ich meine, ich stutze zwar jetzt, weil Rasieren, wie gesagt, das sticht dann alles. Ja, das kannst du ja bei der großen Fläche gar nicht. Ja, und Wachsbehandlungen, Enthaarungscreme habe ich auch schon alles durch. Und ja. Man weiß ja gar nicht mehr, wie gesagt, ich selber mit mir, ich komme damit eigentlich ganz gut klar, nur ja. Man will ja auch, ich hatte schon sehr lange auch keinen Sex mehr gehabt, nur weil ich einfach die Angst davor habe, was sagt die Frau dann dazu, wenn sie das alles sieht. Echt, das ist so stark, dass du eine Hemmung hast, mit einer Frau ins Bett zu gehen, weil du so stark behaart bist? Ja. Ich würde dir das so gerne wegnehmen, diese Hemmung, weil ich das völlig okay finde, echt, ohne dich das gesehen zu haben. Zumal du wahrscheinlich sowieso nichts dagegen tun kannst, wo man sagt, das ist eine gute Vorgehensweise. Du kannst ja nicht den ganzen Körper enthaaren lassen. Das geht ja gar nicht. Würde ich gerne. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich, das ist ja kosmetisch, medizinisch alles hochkompliziert und auch nicht ratsam, vermute ich mal. Hast du dich mit einem Hautarzt mal unterhalten? Nee, noch gar nicht. Mit einem Arzt darüber habe ich mich noch nicht unterhalten. Also, wie gesagt, nur so Kosmetikerbehandlungen und sowas, aber. Ich würde mal, zumindest mal als Beratung zu einem Hautarzt gehen, was der so, wie der das so einschätzt, ob man das vielleicht irgendwie ein bisschen, ob man da irgendwas machen kann. Hautärzte sind ja manchmal auch sehr, sehr professionalisiert, was solche Dinge anbelangt. Aber so im Großen und Ganzen, Kevin, Mensch, also, du bist ein Kerl. Das ist was Maskulines, wenn du behaart bist. Ja, ich weiß es auch. Ich renne auch mit halb aufgeknöpftem T-Shirt mit halb aufgeknöpftem Hemd in der Disco rum. Ja, das ist auch kein Problem. Aber nur wenn Frauen und intim werden und da muss schon die Frau auf mich zukommen und sagen, boah, finde ich geil. Vielleicht bist du auch viel zu scheu und machst dir da viel zu sehr selbst den Kopf. Wenn du einfach offensiver auf die Frauen zugingst. Ich meine, und du hast dein Hemd aufgeknöpft, das heißt, die erahnen, was auf sie zukommt. Geh doch einfach mal ein bisschen mehr offensiver ran an die Frauen. Ja, aber ich habe auch noch oberhalb des Kopfes habe ich auch noch ein Problem. Das ist ja nicht nur, dass ich
viel Haare auf der Brust habe, sondern wenig auf dem Kopf. Ach so. Echt? Hast du schon einen Haarausfall mit 21? Oder hast du... Ja. Auch das gilt ja, ich sag's mal einfach so, auch das gilt ja bei Frauen als sehr maskulin. Das sind die Frauen heutzutage mal, die so denken. Hast du eine Glatze schon? Nee. Eine Halbglatze würde ich jetzt noch nicht sagen, aber ich habe, man sagt ja immer gerne Geheimratsecken, gell? Ja. Ich nenne es öffentliche Plätze. Ich würde dir, du hast Geheimratsecken und den Rest hast du hoffentlich dann relativ kurz rasiert. Ja, sehr. Also ich gehe da auch immer zweimal im Monat, also alle zwei Wochen gehe ich da mal mit dem Rasierer drüber und einen Aufsatz, dass da nur noch Stoppeln sind. Ja, dann finde ich, kann man damit auch leben. Also so wie du dich mir jetzt gerade geschildert hast, finde ich, dass du ein markanter Typ bist, ohne dich jetzt wirklich gesehen zu haben. Ich will dir jetzt nicht Honig um die Nase pinseln, aber ich könnte mir vorstellen, dass du wirklich auch mit dieser extremen Kurzhaarfrisur ein Typ bist, der eben unterscheidbar ist von all diesen ganzen gelackten Jungs und Jüngelchens, die durch die Diskos zappeln im Moment. Mach doch ein bisschen was draus, steh doch mal dazu. Ich bin sicher, da gibt's bestimmt Frauen, die auch drauf abfahren. Du bist nicht genormt, du entsprichst wirklich nicht der Norm im Moment. Ja, aber ich kann doch nicht einfach, ich will doch nicht so so wie dann so ein Prolet so rüberkommen. Ich meine, entweder so oder so. Das ist dann immer entweder auf diese einschmeichelnde Tour oder auf diese, ich bin's. Und ja, aber das hat mit Prolet ja gar nichts zu tun. Wenn du gepflegt bist und gut angezogen bist und den Kopf gut rasiert hast und dein Hemd auf hast und da sieht man halt Haare, so what, es ist doch egal. Wie ist es auf den Armen? Die Arme auch stark behaart? Ja, aber die finde ich eigentlich ganz okay. Ja. Ja, und du findest dich ja selbst eigentlich auch okay, wenn du dich anguckst im Spiegel. Wenn du nackt vorm Spiegel stehst und abgesehen von allen Hemmungen, würdest du sagen, okay, kann man mitleben, oder? Ja, ich schon. Ja, das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste. Wenn du dich selbst auch irgendwie eklig finden würdest, dann würde ich sagen, komm, da müssen wir irgendwas unternehmen. Aber nur, wenn man sich die Meinung der anderen vorstellt und was eventuell irgendwelche Mädels sagen könnten, versuch es einfach, geh einfach mehr ran an die Frauen. Und wenn du dir auch mal so eine blaue Nase holst, na und, die nächste, da klappt's vielleicht und die findet das geil. Kann ja sein. Mensch, Kevin. Dennoch würde ich mich mal mit dem Hautarzt auch mal unterhalten, ob man das vielleicht irgendwie ein bisschen reduzieren oder bremsen kann oder weiß ich was. Ja, ob es da so ein Mittel gibt. Ich kann es ja mal versuchen, aber... Also ich will dich wirklich, ich meine es ganz ernst, ein bisschen ermutigen, da wirklich auch dazu zu stehen. Ich finde das, ich sag's dir wirklich meine Überzeugung, ich finde das gut. Ich finde das absolut in Ordnung und das kann auch sehr cool aussehen, wirklich. Okay, danke. Mein Lieber, alles Gute, Kevin. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Lilo ist hier. Lilo ist 70. Guten Morgen, Lilo. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Grüße dich. Ja, hat's doch mal geklappt. So, um was geht's denn? Also, Domian, hör zu. Ich habe ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Und mein Mann hat einen Schlaganfall bekommen, schon 5 Jahre. Ja. So, und nur mit diesem Mann habe ich ein Verhältnis. Mein Mann ist mit einverstanden. Lebt dein Mann zu Hause? Ja. Ja. Ist er Pflegefall? Ja, nicht ganz so. Nicht ganz. Aber es geht ihm schlecht. Er kann in der Wohnung hin und her laufen, aber draußen nicht. Mhm, da fällt er hin und da hat er Angst. Mhm. Und, nun ist er auch immer drin. Nun habe ich den Mann kennengelernt und der ist auch sehr nett und lieb und der hilft mir auch sehr viel. Wo hast du den kennengelernt? Nur so auf der Straße. Ehrlich? So einfach so? Ja, ich bin einkaufen gewesen und habe immer viel zu tragen und und habe immer ein Fahrrad immer voll. Und er hat mich wohl schon öfter mal gesehen und da hat er gemeint, also ich wäre sehr fleißig und da habe ich bloß gesagt, ja, das muss ich ja. Und da kam er so ins Gespräch und und dann sagte er, ja, ist schlimm, wenn einer krank ist und der andere muss ihn pflegen. Mhm. Gut, und da meinte er, er hätte auch so ein Problem, seine Frau ist auch krank. Mhm. Er macht auch alles, nicht wahr? Und da sagte ich, na, da haben wir ja beide das schwere Los. Mhm. Also im Prinzip die gleiche Situation. Ja, ja, bloß seine Frau hat eine andere Krankheit. Das ist so eine schleichende Krankheit, das ist die MS-Krankheit. Mhm. Und da haben wir uns auch oft drüber unterhalten, aber er blockt immer ab. Wir haben auch sind im Team. So, Moment, wie alt ist der Knabe? Der ist 74. Der ist 74? Ja, mein Mann ist 73, er 74. Und habe ich gerade am Anfang richtig verstanden, dass dein Mann das weiß und damit einverstanden ist? Ja, mein Mann weiß es und ist mit einverstanden. Und du hast mit diesem, ich sag mal, fremden Mann auch intime Situationen? Ja. Wo? In welcher Wohnung?
Na, das haben wir dann woanders geplant. Da haben wir noch, wir haben noch ein gutes, ein schönes Gartenhaus. Ach so, ach so. Und da gehen wir mal hin. Und da hilft er mir auch und tut mir vieles da machen, was so an die Arbeiten zu machen und ist. Dein Mann weiß auch, dass es da Sexualität gibt zwischen euch. Und der hat gesagt, ist okay. Ja. War dieser fremde Mann schon mal bei euch zu Hause? Ja, dann kommt er auch mal nachher hier zu Hause. Da hilft er mir auch immer, wenn ich was zu machen habe. Und er hat jetzt meine Küche gemalert. Und dein Mann und er verstehen sich auch? Ja, ja. Das also ist ja sprechen zusammen. Ist ja erstaunlich. Aber ich habe nur ein Problem. Er ist, er spricht nicht über seine Frau und er blockt da ab, wenn ich sage, wenn die Frau das nicht weiß. Eines Tages kommt sie dahinter. Ja, das ist ganz hundertprozentig. Die Frau weiß das nicht. Weiß es nicht. Und wohnen die denn in deiner unmittelbaren Nähe? Nein, die wohnt ein bisschen weit weg. Also er kann mit Rad zu uns fahren, also es ist schon eine, na sagen wir, 20 Minuten Fahrt. Hast du dich in diesen Mann eigentlich verliebt? Ja, muss ich auch dazu sagen. Aber die Verbindung und die Verpflichtung deinem Mann gegenüber, die ist unberührt dadurch. Ja, die ist unberührt. Das mein Mann ist sowieso nicht so ein Sextyp. Ja. Sowieso schon nie gewesen. Ja, und jetzt ist er krank. Da geht's sowieso nicht. Ja. So, und nun sage ich immer zu ihm, jetzt, wenn es rauskommt und deine Frau ist schon krank und kriegt es so hintenrum zu erfahren, das ist ja schon mal so gewesen, dass er mir das so ein bisschen gesagt hat, er hätte Glück gehabt. Es wäre schon so ein bisschen ein Gespräch gewesen, dass ihn eine Bekannte gesehen hat mit mir zusammen. Ach so. So, und daraufhin habe ich gesagt, besser, man ist ehrlich, aber er will es nicht. So. Warum will er es nicht? Nee, er will es. Warum? Hat das dir begründet? Ja, er hat gesagt, er würde seine Frau noch kränker werden oder würde das nicht verstehen. Nun kommt noch hinzu, wenn wir so ein bisschen intim sind, er hat auch mir gesagt, er ist operiert, dass er an der Prostata erkrankt ist und hätte auch noch eine Erholungsphase, so ungefähr. Und wenn wir was zusammen haben, dann ist er sehr zurückhaltend, er lässt sich nicht so berühren von mir, gar nicht. Ich darf an seinen Penis überhaupt nicht an, dann blockt er ab und ist sozusagen, aber bei mir macht er alles. Ja. Ja. Und finde ich auch toll, dass er so ist und ich muss sagen, da bin ich auch sehr zufrieden und, und er liebt mich, er sagt immer, dass er mich liebt, er würde alles machen für mich und ich wäre die richtige Frau, aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch in der Sache. Also, bevor wir auf die Sache jetzt kommen, würde ich dich doch gerne nochmal fragen, du bist völlig so mit dir im Reinen, was deinen Mann anbelangt, weil er sagt, okay, du kannst es machen. Wie erklärst du dir das, dass er so großzügig ist, dein Mann? Nee, das, also ich muss sagen, ich hatte schon mal ein Verhältnis gehabt und der Mann ist verstorben, da war mein Mann auch mit einverstanden gewesen, also wir haben so ein offenes Verhältnis. Ach so, das ist eher so eine offene Ehe und ihr versteht euch so ganz gut, aber ihr seid nicht ganz aneinander so gebunden. Ja, genau so. Und ihr kommt im Alltag auch gut miteinander aus. Ja, so kann man sagen. Kann man sagen, also so eine alte... Also der Mann, den ich jetzt habe, der sagt immer alle Hochachtung, dass ich ihn so pflege. Das findet er von mir sehr gut. Und das würdest du auch nie sein lassen und du würdest dich auch nie von deinem Mann trennen? Nee, das kann ich nicht machen. Nee, das geht auch nicht. Ja. Das würde ich nicht machen. Also Hut ab, erst nochmal zu dieser Konstellation, dass du das so offen machst, dass du es nicht heim machst, dass dein Mann sagt, okay, solange das unser Verhältnis nicht kaputt macht, kannst du deinen Freund haben. Ja. Und wenn die beiden Männer sich auch noch verstehen und sich nicht in die Haare kriegen, ist es ja wunderbar. So, was jetzt die Sache mit der Frau anbelangt, das ist natürlich sehr schwer von außen zu beurteilen, wenn er sagt, die Frau würde dadurch vielleicht noch mehr krank und vielleicht noch mehr runtergerissen. Kann man es schwer beurteilen. Vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist er auch feige. Ja, ne, das weiß, denke ich mal. Ja, das weiß man nicht. Weil er schon gesagt hat, zu meinem Mann hat er eben mal gesagt, wo mein Mann ihn darauf angesprochen hat, da hat er gesagt, das ist meine Sache. Also ist ein Wunderpunkt irgendwie ein bisschen. Ja. Für ihn. Ja, weil wir sind es so gewöhnt, dass wir miteinander ehrlich umgehen. Ja. Könntest du dich denn nicht damit arrangieren, dass du denkst, okay, ich lebe in meinem Leben, habe ich alles ordentlich geregelt, ich bin ehrlich, ich genieße das, dass ich mit diesem Mann zusammen sein soll, der seinen Kram so machen, wie er will. So muss ich denken. Ich glaube ja.
Ich glaube ja. Genau so muss ich denken. Ich glaube, und wenn es, er muss ja die Konsequenzen tragen, wenn es rauskommt. Ja. Nicht ja. du. Ja, genau. Weil du kannst ihn ja jetzt auch nicht, wie gesagt, vielleicht ist die Frau wirklich so angeschlagen, dass es auch ein Akt des Mitgefühls, ja. des Mitgefühls ist, zu sagen, komm, wir sagen nichts. Ja. Und wir lassen die Frau in Ruhe. Kann ja auch sein. Ja, du mir noch eins. Er hat mir auch dann zu verstehen gegeben, dass er mit 18 geheiratet hat, die mhm. Frau zu früh. Mhm. Ach, das ist die Frau von ganz damals. Ja, aha. ja. Mhm. Und das ist auch da, denke ich mal, nicht so ein gutes Verhältnis ist. Mhm. Ja, nur weil sie eben so krank ist jetzt. Mhm. Ne? Und meinte er jedes Mal, dass wenn er mich hat, dass er da immer sagt, ach Gott, wir werden das richtige Paar. Mhm. Nicht wahr? Und dann denke ich immer, naja, ist schon gut, aber er kann es nur auch nicht ändern. Nee, jetzt ist alles erstmal so, wie es ist. Ja, gibt die Karre muss so laufen, wie sie läuft. So, so ist es. Gibt es denn so ja, zumindest bei dir, so geheime Gedankenspiele? Du weißt, ja. was ich meine. Wenn vielleicht ja. dein Mann nicht mehr so lange ja. lebt und seine Frau, wie es dann wohl wäre? Ja, da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen und da meinte er, da gibt es dann vielleicht auch eine Lösung. Und das kann ja sein, dass einer von einem, also von ihm oder von meiner Seite aus, dass da einer stirbt. Und das kann man jetzt nicht voraussagen, wie es mhm. denn wird, nicht wahr? Ja, also, ist auch eigentlich Quatsch, dass man jetzt darüber redet. Ja, das ja. ist ja habt ihr Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Weiß die auch Bescheid? Ja. Und bei mir wissen alle Bescheid. Du bist eine ehrliche Haut. Ja, ich bin eine ehrliche Haut. Das finde ich sehr Schwester, schön. Alle wissen. Das finde ich sehr. Hör mal, du klingst so ein bisschen nach Berlin. Du kommst aus der Berliner Gegend? Ja, ich bin Berliner. Wunderbar. Ich ja. liebe euch Berliner. Ja, ich liebe dich auch. Domian, ich gucke fast jede Nacht. Ich habe es auch sofort an der Sprache gehört. Ja. Ich habe ja auch eine sehr nette alte ältere Tante noch in Berlin wohnen, ja. die ich neulich besucht habe und die hat auch so ein bisschen so diesen Berliner Slang, deswegen erinnerte mich das gerade an dich. Hat der Freund, sage ich jetzt mal, hat er auch eine Familie und Kinder? Ja, er hat auch zwei Kinder. Und die wissen aber auch nicht Bescheid? Nein, nee, keiner davon. Also da ist alles geheim. Also ich würde mal so sagen, Lilo, lass es mal jetzt so laufen. Du, ja. du hast ja nichts vorzuwerfen. In deinem Leben ist alles klar und geregelt. Ja, und ich lass mir da, sagen wir mal, die Sache so laufen, wie es läuft. So, und du hast es ja schon schwer genug mit dem Betreuen und Pflegen deines Mannes. Und wenn du jetzt in deinem Alter von 70 nochmal so jemanden kennengelernt hast und dich sogar verliebt hast, ist das doch wunderbar und genieße es. Ja, weißt du, Domian, eins noch. Ich mache mich gerne hübsch, mhm. ich würde gerne ausgehen, mal weggehen, bin aber deswegen immer noch, kann nicht gehen. Ich könnte ja mal für einen Tag mal verschwinden und mein Mann würde für einen Tag so, wenn ich ihn alles hinstelle, würde er klarkommen. Ja. Und ich würde gerne mal sagen, jetzt fahren wir mal irgendwo hin oder gehen mal irgendwo hin. Das bleibt mir alles, ich darf, kann ja nicht. Weil er ja auch verheiratet ist. Er kann sich die Zeit nicht nehmen. Er kann nur eine Zeit nehmen, kurz. Mhm. Und das ist immer meine Schwierigkeit, wo ich dann denke, du kommst nicht aus dem Haus. Mhm. Klar. Da kommst du zu kurz. Ja, ja. Da ist die Sache, wo mich ein bisschen, ja. Da komme ich zu kurz. Mhm. Sonst könntet ihr immer einen Tagesausflug irgendwo ja, hin machen. Und ich habe Ihnen auch meine Sachen gezeigt, dass ich schicke Sachen habe, dass ich mir immer schick machen könnte, schicken Hut aufsetzen und alles. Ja, er sagt, du bist noch eine hübsche Frau, du siehst noch gut aus. Man muss staunen, wie du noch fit bist in deiner ganzen Art und so. Mhm. Aber wie gesagt, ich selber, wo ich gerne ausgehen würde und auch mal noch tanzen gehen würde, bleibt mir alles nicht. Ich kann es einfach nicht. Und das ist meine Sorge, wenn ich jetzt mal wirklich mir hübsch mache und es kommt jetzt wieder ein anderer und sagt, Mensch, die Frau sieht hübsch aus, jetzt, dann muss ich sagen, nee, ich habe ja einen. Ja, also ich meine, man kann ja mal erst mal reden, ne? Mal gucken, wer das so ist. Und ja, aber er hat zu mir gesagt, wenn ich es machen würde, jetzt ihn jetzt verlassen, dann wäre er noch kränker und er würde sich, was ich vielleicht, er sagt, es würde mir sehr, sehr ans Herz gehen. Ja, gut. Ich ihn verlasse jetzt. Gut, das ist ja auch ein Teil der Liebeserklärung, ja, dass ihm das ans Herz ginge. Sonst würde er mir ja nicht so viel machen. So. Er macht mir ja sehr viel. Dennoch, wenn du vielleicht auch mit einer Freundin oder so mal ausgehen würdest, finde ich das völlig in Ordnung, das zu machen. Ja,
Eine Freundin habe ich aber nicht. Ach so. Na, ja, ein bisschen. Freundin leider nicht. Also musst du dich erstmal mit den Dingen so arrangieren, ja, wie sie im Moment laufen. Und ja, wie gesagt, es ist ja schon auch ein Glück, dass er aufgetaucht ist. Ja, das stimmt. Das ist nicht optimal alles, aber es ist schon ein Glück, dass er da ist. Ja, das stimmt auch. So muss ich das sehen. So, liebe Lilo, jetzt sage ich schöne Grüße in den Osten von hier aus gesehen. Also ich hätte ja eigentlich für morgen reingepasst. Mit extremem Leben. Ja. Ja, das hätte man machen können. Aber nur haben wir heute gesprochen, umso schöner. Ja, ne? Ist ja gut. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke dir. Lilo, mach's gut. Ja, schön. Tschüss. Tschüss. Ja, die Lilo hat es gerade angesprochen, nochmal auf morgen bezogen. Morgen heißt unser Thema extreme Leben. Ich möchte mit Leuten sprechen, die im wahrsten Sinne des Wortes ein extremes Leben führen. Also so ganz ab von der Norm, von dem Normalen. Ein extremes Leben aufgrund einer Erkrankung, eines Unglücks oder eines sehr großen Glücks oder einer ungewöhnlichen Neigung, oder vielleicht werdet ihr auch von jemand anderem zu einem extremen Leben gezwungen, das ist dann weniger schön und weniger interessant, dann könntet ihr euch auch bei mir melden und wir könnten darüber reden. Also das ist unser Thema morgen, extreme Leben. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar, wie immer. Ihr könnt rund um die Uhr mailen oder natürlich morgen auch während der Sendung anrufen. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Monika. Monika ist 31. Monika. Ja, hallo Domian. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, Domian, es geht bei mir um eine virtuelle Liebe. Eine virtuelle Liebe, das heißt übers Internet, oder was? Genau. Ja. Ich habe mich im Internet verliebt. Seit wann? Seit Dezember. Mhm. Wie verliebt man sich im Internet? Erklär mir doch. Das habe ich mich auch gefragt. Das ist mir wirklich immer ein Rätsel, wenn die Leute das erzählen. Erklär es mal. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich lange Jahre verheiratet war und mein Mann sich von mir dann getrennt hat und ich dann lange Jahre gebraucht habe, um darüber hinwegzukommen. Und dann kam dieser Mann, der hat mich gleich verzaubert. Wie kam der Mann? Ja, ich habe ihn im Internet gesehen bei einem Portal und habe nur dieses Bild gesehen, habe ihn halt nur kommentiert, dieses Foto, habe halt nur gesagt, dass er eine tolle Ausstrahlung hat und mehr war da eigentlich nicht. Aufgrund des Fotos eine tolle Ausstrahlung? Ja, nur das Foto. Gewagte Äußerung. Wie bitte? Eine gewagte Äußerung. Manch einer hat auf dem Foto eine super Ausstrahlung und ist die langweiligste Socke schlechthin, wenn man ihn lebendig dann. Er hat mich aber nicht enttäuscht. Okay, erzähl mal weiter. Ja, jedenfalls habe ich das kommentiert und darauf hat er sich dann halt bedankt und dann kamen wir ins Gespräch und ja, wochenlang haben wir jede Nacht durchgemacht. Mhm. Und dann haben wir auch oft... Also durchgemacht heißt telefoniert? Unter anderem, ja. Wir haben viel geschattet, stundenlang geschattet oder Webcam-Chat auch gemacht. Da habe ich ihn auch gesehen und er hat mich kein Stück enttäuscht mit seiner Ausstrahlung. Ja. Es war habt ihr per Chat oder per Webcam auch Schweinereien gemacht? Ja, leider. Ja. Die Monika. Ich muss gleich dazu sagen, Domian, ich bin normalerweise wirklich sehr prüde. Ich bin wirklich prüde. Und dieses Thema Sex ist für mich echt wirklich immer so ein Zungenbrecher gewesen. Ich konnte da nie drüber sprechen. Und das war. Ich glaube, wir müssen das mal erklären, Monika. Die viele Leute wissen, kennen das gar nicht, was das bedeutet. Also jeder hat dann zu Hause, sitzt vor seinem Computer. Und auf dem Computer steht eine kleine Kamera. Genau. Und wenn man das alles so richtig einschaltet, kann man den anderen irgendwo, wo immer er auch sitzt auf der Welt, auf dem Computer wie im Fernsehen quasi sehen. Ja. Und den anderen, und umgekehrt ist es genauso. Genau. Und dann gibt es Menschen, die dann gewisse kleine Schweinereien machen. Die ziehen sich nackig aus vor der Kamera. Ja, ich nicht. Naja, oder. Ich muss dazu sagen, also bei mir konnte man nicht eigentlich groß was sehen, weil meine Kamera so ein bisschen blöd eingestellt ist und ich die nicht umstellen kann. Ach so. Von daher kann man. Aber du hast so einiges bei deinem Freund gesehen. Alles. Alles. Und warst begeistert? Ja, ich muss dazu sagen, dass wir vorher erstmal immer nur Telefonsex hatten und irgendwann kam das mit der Webcam. Ich muss jetzt auch dazu sagen, dass der verheiratet ist. Ach du lieber Himmel. Ja. Muss das denn nur auch noch sein? Ja. Geht's vielleicht nicht noch nur mal komplizierter? Jetzt wohnt er wahrscheinlich auch noch 800 Kilometer entfernt. Nee, 500. Ach, Monika. Und du? Was machen wir jetzt? Ja, das ist total scheiße. Das ist wirklich scheiße. Wir reden da oft drüber und er konnte mit mir das auch immer nur machen, wenn er natürlich auf Schulung war oder... Ach, du hast ihn bei Real schon auch getroffen jetzt? Wie bitte? Du hast ihn Real auch schon getroffen? Nein. Auch noch nicht? Nein, also wir könnten uns jetzt treffen Ende des Monats, aber wir haben Angst. Vor was? Ja, ich habe vor nichts eigentlich Angst, aber er hat Angst, weil er ja nur auch verheiratet ist. Es läuft zwar bei ihm nicht so gut, aber... Die sind halt schon ziemlich lange zusammen. Er will das vielleicht nicht einfach so aufgeben. Ich habe keine Ahnung.
Wir haben da auch oft drüber gesprochen. Ich war auch oft deswegen schon richtig böse, weil er mir natürlich auch sagt, dass er mich lieb hat. Schreibt mir tolle SMS oder macht da irgendwie tolle Faxen da im Internet. Ich bin immer, jetzt ganz im Ernst, ich bin immer wirklich sehr skeptisch mit diesen großen Liebesschwüren, wenn man sich nicht ein einziges Mal leibhaftig gesehen hat. Ja, ich auch. Natürlich kann man sich nett finden, sympathisch und so, aber immer vorsichtig mit den überschwänglichen Äußerungen. Ja, das bin ich ja auch. Also ich sag ja, ich habe ihn auch nur lieb. Also ich habe mich verliebt, verguckt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein erster Gedanke, wenn ich morgens aufstehe und der letzte, wenn ich ins Bett gehe. Also es ist schon irgendwas da. Und ich war, wie gesagt, meine große Liebe, die hat mich ja verlassen und ich habe nie geglaubt oder nie gedacht, dass irgendwann mich überhaupt mal ein Mann noch mal so verzaubern könnte. Nun, ich will jetzt nicht dir die Illusionen zerstören. Ich sag nur mal so, wie es so ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und das hören wir ja auch alle zu oft, allzu oft. Es wird nirgendwo so viel und perfekt gelogen wie im Internet. Der lügt aber nicht. Nein. Nein, das habe ich auch schon herausgefunden, weil ich ja mit einer Frau von ihm gesprochen habe, die zuvor mit ihm auch schon geschattet hatte. Und weil wir ihn in der gleichen Freundesliste haben und sie hatte mich halt angeschrieben, was ich mit ihm zu tun habe. Und die wusste gar nichts über diesen Menschen und ich wusste alles. Ach so. Also ich wusste sogar Telefonnummer, Adresse von ihm. Ich habe ja wirklich alles von ihm. Weißt du denn, wie seine Ehe funktioniert? Ja. Wie denn? Ja, halt, die lassen es halt laufen durch den Sohn, den die haben. Mhm. Und der ist wie alt? Er wird 4. Naja. Aber er kann sich deswegen auch wahrscheinlich nicht von ihr so trennen, weil er seinen Sohn sehr liebt und er auch einfach nicht... Aber er ist unzufrieden in der Ehe. Ja, es läuft da auch nichts mehr und das glaube ich ihm auch. Aber weißt du, Monika, ich finde, irgendwann muss man ja schon Butter bei die Fische tun. Ja, da bin ich ja jetzt gerade dabei. Finde ich. Also ich habe ihm heute ganz klar auch nochmal gesagt, dass ich das nicht mehr so weitermachen kann. Du kannst nicht jetzt ein ganzes Jahr... das mit Webcam und Internet machen oder Telefon, das ist dann auch irgendwie frustrierend. Ja, klar. Und hält dich in deinem Leben auch auf. Ja, das ist richtig. Weil das nähert eine Illusion, die vielleicht keine Illusion ist, aber vielleicht eine Illusion doch ist. Man weiß es nicht. Ja, deswegen möchte ich ihn ja auch gern sehen. Finde ich einen richtigen Ansatz. Ich würde dich dazu auch wirklich ermutigen. Fordere das oder forciere das. Er ist ja, sage ich jetzt mal, jetzt so doof, dass er mir sogar seinen Hotelname gesagt hat. Also ich werde da hinfahren. Ja, würde ich auch mal. Ob er das will oder nicht will, das interessiert mich nicht. Ich klopfe ans Zimmer. Genau. Und das wird dann schon wieder irgendeine andere Dynamik, irgendwas anderes in eure Beziehung einbringen, wenn ihr euch dann gesehen habt. Ich denke auch. Ja, also ich würde es auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Wer weiß, was daraus wird. Ja, ich werde mich dann wieder bei dir melden. Monika, ich wäre sehr interessiert daran, in der Tat. Alles Gute wünsche ich dir und toi, toi, toi. Ich dir auch. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Gunnel Blendin und morgen heißt unser Thema extreme Leben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die im wahrsten Sinne des Wortes ein extremes Leben führen, aufgrund einer Erkrankung, eines Unglücks, eines großen Glücks oder einer ungewöhnlichen Neigung. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht.